Das ist schon geil. Wir haben hier zwei Küchenmesser bestellt für knapp 50 Euro im Set von der Firma Huoho. Die kann man über die Xiaomi-Seite Youpin erwerben oder natürlich auch bei anderen Shops. Wir haben es jetzt zum Beispiel von Banggood zugeschickt bekommen. Wenn wir das auspacken, bekommen wir dann hier erstmal die Warnmeldung. Vorsicht, Messer sind kein Spielzeug etc. steht dann da in Chinesisch drauf. Da haben wir hier nochmal so eine Schaumstoffschicht über den Messern liegen. Die können wir auch zur Seite tun. Und dann haben wir hier in so hartem Schaumstoff die beiden Messer. Wir haben hier nochmal so Eingriffstellen, um die Messer dann rauszuholen. Und dann hier einmal so Plastikschuber auf den Ecken, wahrscheinlich damit da nichts kaputt geht. Und unter dem Messer dann nochmal so eine Plastikscheibe, um das zusätzlich zu schützen. Wir haben aus rostfreiem Edelstahl in einem Stück gefertigt. Einmal ein Santoku-Messer mit Kohlenschliff und einmal ein Chaidao-Messer. Das Santoku wiegt ca. 190 Gramm, das hier ca. 230. Haben auch beide noch so eine Lotusbeschichtung, die dann dafür sorgen soll, dass Wasser abperlt und nichts an den Messern kleben bleibt, wie zum Beispiel Fleisch oder Käse. Insgesamt sind die Messer ca. 30 cm lang, die Klingen sind jeweils ca. 17 bis 18 cm. Das Chaidao hier ist ein kleines bisschen länger als das Santoku-Messer. Was man zur Verarbeitung insgesamt noch sagen kann, ist, es sieht ordentlich aus, alles gut verarbeitet. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass hier hinten so ganz kleine Bläschen drauf sind bei dem Chaidao. Und das ist auch bei dem Santoku-Messer so ein bisschen zu finden. Das ist dann natürlich die Frage, ob diese Beschichtung irgendwann abplatzt. Das wird dann nur ein Langzeittest zeigen können. Und dann wollen wir gar nicht lang schnacken und die direkt mal ausprobieren. Der erste Test, den man durchführt, ist ja in der Regel mit Papier. Das machen wir jetzt einfach mal. Wowza! Also hier kann man wirklich richtig dünne Dinge abschneiden. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Sau geil. Also das ist schon mal sehr scharf. Na? Ah, doch, jetzt. Also die Messer scheinen echt verdammt scharf zu sein. Papier absolut gar kein Problem. Auch echt so super feine Dinger gehen damit. Als nächstes haben wir hier mal eine Tomate, eine Zwiebel und eine Gurke. Fangen wir mal mit der Tomate an. Das ist schon geil. Also ich habe zu Hause ein Messer von Güde, das sagt teuer, dreimal so viel wie die beiden Messer zusammen, also 150 Euro. Und zumindest jetzt, wo sie echt frisch aus der Verpackung kommen, stehen sie dem in der Schnittqualität von nichts nach. Zumindest das hier, können das auch nochmal mit dem Santoku, ich habe auch ein Santoku zu Hause testen. Also es ist wie ein heißes Messer durch Butter einfach. Tomatentest bestanden, das ist ja immer so der Härtetest. Wenn man eine Tomate ohne Druck durchschneiden kann, ist das Messer scharf genug. Wenn nicht, dann sollte man es vielleicht mal nachschärfen lassen. Ich blende euch hier auch mal eine Umfrage ein. Hättet ihr Interesse daran, dass ich dieses runtergerechnet 25 Euro teure Messer mit meinem 150 Euro Messer vergleiche? Ja oder nein, das blende ich euch da ein. Jetzt mal noch der Test, wie es ist, Sachen klein zu schneiden. Ah, ich liebe scharfe Messer einfach. Es ist so geil. Es ist einfach so geil. Also das zum Tomatenschneiden, ey. Pff, Tomatenmesser, scheiß auf Tomatenmesser, ganz ehrlich. Jetzt das Chaidao. Ah, ey, ich bin begeistert. Ich begeister mich für Essen einfach und dadurch auch fürs Kochen. Ich weiß nicht, ob ihr auch so eine Freude einfach an Sachen schneiden empfinden könnt, aber ich finde es saugeil. Kleiner Tipp bei Zwiebeln, das hintere Stück hier nicht abschneiden. Dann kann man die Zwiebel einmal in der Hälfte durchschneiden und dann Längsstreifen machen, die wiederum auch nicht ganz durch. Dann einmal in der Mitte die Zwiebel so ein bisschen anschneiden und nochmal schräg einschneiden. Und dann kann man, je nachdem wie fein man schneiden will, klappt hier einwandfrei mit dem Santoku-Messer. Die Sachen kleben also auch nicht irgendwie am Messer dran. Kriegt man gut ab alles. Jetzt nochmal das gleiche mit dem Chaidao. Ja, funktioniert schon nicht mehr ganz so geil wie mit dem Santoku-Messer. Also da dann doch lieber das. Zwiebeln. Gets me every time. Da soll ja irgendwie Toastbrot oder so gegen helfen. Das
Sachen schneiden im Sitzen finde ich ja schon mal scheiße. Für die Gurke stehe ich gleich auf. Aber so Zwiebeln, Tomaten, alles kein Problem. Ich gehe davon aus, Gurke ist somit das Einfachste eigentlich, was man schneiden kann. Von daher sollte das auch kein Problem sein. Schauen wir mal, wie fein wir schneiden können. Also hier sind echt total dünne Scheiben möglich. Ja, wenn man sich das mal anguckt, da kann man wirklich, wirklich durchgucken. Saugeil. Das gleiche nochmal mit dem Santoku-Messer. Funktioniert definitiv nochmal ein bisschen besser als das Chaidao-Messer. Also mein Lieblingsmesser, Allzweckmesser in der Küche ist auch einfach ein Santoku-Messer. Auch hier noch dünner einfach als mit dem Chaidao. Saugeil. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich kann jetzt hier keinen Unterschied zu meinem sehr teuren Güdemesser feststellen. Mir würde theoretisch auch einfach wieder nur ein Santoku-Messer reichen. Ich brauche hier kein Chaidao, Hack, was weiß ich nicht, Messer. Für mich echt das ultimative Allzweckmesser ist das hier. Damit kann man selbst theoretisch Äpfel oder sowas entkernen. Die einzige Frage, die ich mir jetzt hier stelle, ist, wie sieht das Ganze aus, wenn ich es wirklich ein bisschen länger in Benutzung habe? Platzt hier die Beschichtung ab durch diese Unebenheiten, die hier sind oder einfach durch ja, den Gebrauch? Und wird es wesentlich schneller stumpf als teurere Messer? Ich meine, eher so am Anfang, wahrscheinlich jedes Billo 50 Cent Messer wird ähnlich scharf sein. Hier geht es dann zum nächsten Video. Direkt darunter könnt ihr unseren Kanal auch abonnieren. Wie haben euch die Messer gefallen? Zeigt es mir mit einem Daumen nach oben oder schreibt es mir in die Kommentare. Und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.